Willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady, wieder von unterwegs, immer noch in Brandenburg. Und ja, ich denke, wir sollten gleich mal loslegen mit der Bewertung. Obwohl, die Statistik kurz, ja. 66% habe ich aktuell, leider immer noch im gelben Bereich. Und hier ist die Statistik und jetzt gehen wir in die Bewertung. So, was haben wir denn hier? Das sieht nach so einer Infotafel aus, aus Dänemark. Okay. Das heißt, wir können nicht wirklich lesen, was da drauf steht. Hier steht irgendwas von Dschungelstien. Vielleicht irgendwie, ja, keine Ahnung. Was soll das sein? Was könnte das sein? Wissen wir nicht. Aber es sieht nicht nach einem Warnschild aus oder so. Also ich finde, das sieht nach einem ordentlichen Schild aus. Titel und Beschreibung nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Unanständiges drin steht. Das Umgebungsfoto ist gut. Man kann tatsächlich sehen, wo es ist. Also wo der Gegenstand sich befindet. Und interessanterweise gibt es hier auch noch ein Schild, da steht auch Dschungelstien drauf. Okay. Ja, zurück. Dann gibt es hier noch eine Erklärung. Jetzt wäre es natürlich schön gewesen, wenn dieses andere Schild, Dschungelstien, schon eingereicht worden wäre. Ist es aber anscheinend nicht. Was ist denn das hier? Excalibur oder was? Ein Schwert im Stein. Okay. Na gut. Ich würde sagen, historisch-kulturell ja, optisch einzigartig ja. Wir haben auch kein Duplikat, wie wir gesehen haben. Sicherer Zugang. Das sah aus wie Waldweg. Das Tweet View zum Beispiel zeigt uns eventuell nur den Weg dorthin. Irgendwie ist das wohl zu nah. Aber hier auf Google Maps ist auch ein Dschungelstien eingezeichnet. Also von daher würde ich sagen, ja, der Standort stimmt, auch wenn ich das jetzt auf den Street View nicht sehen konnte, aber vielleicht ist es einfach zu alt. Vielleicht ist das Ding ja ziemlich neu. Informationen. Genau, Objekt, Schild, Informationen absenden und ab zum nächsten. So, das ist ein Boot. Dieses Boot wird eventuell nicht mehr benutzt. Deswegen ist es aber kein Wayspot. Nicht unbedingt. Es ist keine Kunst. Es ist halt die große Frage, wie das ausgestellt ist. Ja, das Umgebungsfoto hilft uns an der Stelle mal gar nicht. Überhaupt nicht. Oder ist das da hinten? Ich muss das mal vergrößern. Nee. Man weiß nicht, was das hier sein soll. Das Umgebungsfoto ist leider nicht so gut. In der ganzen Umgebung gibt es aber auch keinen anderen Wayspot. Das ist natürlich auch blöd. Ich würde es einfach ablehnen, weil ich den Ort nicht bestimmen kann. Und das ist nicht übereinstimmender Ort. Ich kann den Ort nicht bestimmen, weil auf dem Umgebungsfoto der Gegenstand nicht drauf ist. Es könnte ganz einfach eine andere Wiese sein. Das ist das Problem. Das ist cool. Wir haben hier eine interessante Rutsche, drei Rutschen oder so. Das ist jetzt endlich mal wieder in Deutschland. Berg auf Rügen. Rutschzentrum Berg auf Rügen in der Rugard Erlebniswelt. Ach, in der Erlebniswelt. Aber das wird es doch bestimmt schon geben, oder? Noch nicht? Nee. Ja, und im Europapark gibt es auch zig Wayspots. Und auch wenn sowas nicht ständig geöffnet ist, kann man sowas hier annehmen. Kletterwald Rügen. Ach so. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist sehr schön. Deswegen gibt es dafür 5 Sterne.
Titel und Beschreibung ist in Ordnung. Kein Duplikat, historisch-kulturell, optisch einzigartig. Sicherer Zugang, davon gehe ich aus. Ja gut, die Aussicht von diesem Turm brauche ich jetzt nicht, aber dass das hier richtig ist, sehen wir hier deutlich. Also auch 5 Sterne dafür. Vielleicht Spielplatz oder was anderes. Gibt es Parkanlage? Freizeitpark? Ja, genau. Öffentlichkeit, Freizeitpark und absenden. Eine Eule. Mhm. Es sieht aus, als wäre das jetzt nicht der Privatgarten, weil es so verwildert ist. Aber was ist... Das ist eine Steineule, also kein Holz. Ist nun die Frage, steht das Ding da dauerhaft? Oder ist das nur temporär? Schauen wir mal. Die einsame Eule, eine Skulptur einer Eule an den grünen Anlagen. Grünen Anlagen. Mhm. Das Umgebungsfoto zeigt uns leider nichts weiteres, das ist schlecht. Anscheinend haben sie gerne Eulenskulpturen rumstehen, weil der nächste Wayspot auch in die Richtung geht. Mhm. Man wird es hier aber nicht erkennen. Tja, sehr schwierig. Wo ist das eigentlich? In Yarmin. Aha. Ich kann mir... Nee, also dadurch, dass... Ich würde einfach mal sagen, durch das Umgebungsfoto habe ich das Gefühl, dass jemand hier versucht, hat einfach seine Eule von zu Hause mitgebracht, in die Wiese gestellt und fotografiert. Das ist alles. Und deswegen ist es für mich kein richtiger Wayspot. Das ist was Temporäres. Schauen wir gerade mal, es gibt, glaube ich, hier vorübergehende oder saisonale Einrichtungen, würde ich jetzt einfach nehmen. Das hat jemand da kurz hingestellt, ein Foto von gemacht und gesagt, so. So, dann haben wir jetzt hier eine Bearbeitung, Titel, der Spur der Steine. Und wir sollen einen anderen Titel auswählen. Wegstein am... Zarnewanzer Park, Wegstein 3. Warum Wegstein 3? Das Problem ist bei solchen Bearbeitungen, man kann ja die anderen Wegsteine nicht sehen. Dementsprechend kann man jetzt nicht sagen, ob Wegstein 3 vielleicht ein guter Titel wäre. Deswegen einfach Wegstein am Zarnewanzer Park oder so. Ich sag mal, was gibt es? Ist irgendwas mit Navigation? Wegmarkierung? Ich glaube, Wegmarkierung. Genau, Wegmarkierung, Objekt, Schild. Ja, ob da jetzt wirklich die Namen von den Pfaden drauf sind, weiß ich jetzt nicht, aber darum geht es ja jetzt auch gar nicht. So, was ist das nächste? Höher. Mhm. Wo ist denn das? Ach so, Moment mal, Schweden. Ach Gott. Schweden. Das Bild hat ein Wasserzeichen sozusagen. Und dementsprechend kann ich das leider ablehnen. Foto. Sender identifizierbar oder ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Schlechtes Foto. Nee, abbrechen. Nochmal. Foto. Fremde Objekte oder Kennzeichen enthält, die nicht unbedingt Titel des Objektes sind. Badendes. Oder das hier. Verwende diese Option für Vorschläge, bei denen das Foto von einem Drittanbieter stammt und kein Original ist. Auch nicht unbedingt. Okay, dann müssen wir es anders machen. Erfüllt die Kriterien nicht. Foto.
enthält. Wasserzeichen. Enthält ein Wasserzeichen. Komisch, dass ich den Ablehnungsgrund dazu jetzt gerade nicht gefunden habe. So, dann haben wir jetzt hier eine bemalte Garage, die wahrscheinlich privat ist. Das hier ist das Umgebungsfoto. Das Umgebungsfoto zeigt uns noch nicht mal die Garage nochmal. Dementsprechend würde ich das einfach ablehnen. Ort. Nicht übereinstimmter Ort. Oder, nee, privates Wohngelände. So. Damit fühlen wir uns quasi ja dann bestätigt, wenn im Umgebungsfoto ja nichts gezeigt wird. Was ist denn das? Also, ja, ich würde sagen, das ist eine Skulptur, ne? Eine schöne Skulptur aus Holz mit Glasscheiben drin, sage ich jetzt mal. Mhm, sehr hübsch in Deutschland. Holzspiegel in der Natur. Ein Holzspiegel in der Natur mit drei kleinen Spiegeln in das Sonnenlicht reflektiert. Ja. Wo ist die Skulptur, Leute? Also so funktioniert das nicht. Wir haben kein Duplikat, okay. Aber ja, ich würde sagen, ich bin mir ziemlich sicher, ich werde das hier nie finden. Aber der Gegenstand ist nicht auf dem unterstützenden Foto und dementsprechend werden wir das wieder ablehnen. Ort, nicht übereinstimmter Ort, absenden. Ein Fußballfeld, jawohl. Bolzplatz und Volleyballfeld. Warum reichst du nicht beides getrennt voneinander ein? Kleiner alter Bolzplatz mit Volleyballfeld mitten in kleinem Wohngebiet. Okay. Historisch-kulturell, optisch einzigartig, sicherer Zugang. Hier mal reinscrollen. Finden wir das jetzt hier auch? Ja, das ist richtig. Standort ist ein bisschen komisch gewählt. Aber vielleicht kommt man von dort besser ran. Ich würde es einfach mal so lassen und sagen, es ist in Ordnung. Wir sagen, Fußballplatz gab es, glaube ich, nicht, oder? Nein, Fußball gibt es nicht. Dann ist das ein Sportplatz. Nicht Sportverein, Mist. Bin ich auf Gebäude gekommen? Blöd. Ich möchte es gerne wieder abwählen. So, jetzt. Sehr kompliziert mit dem Handy. Sportplatz. Absenden. So, ein bisschen machen wir noch. Das sieht gut aus. In Aachen. Das ist jetzt mal ganz woanders in Deutschland. Mhm. Das sieht gut aus. Du Art Nordwar. Einer der verzierten Bunker im Bürgerpark. Ach so. Das ist ein ehemaliger Bunker, okay. Das hier ist zum Beispiel was anderes. Oder? Das ist doch kein Bunker. Obwohl doch, doch. Ist aus Stein. Nicht aus Metall. Nee, das passt. Okay. Also, das ist kein Duplikat, sondern das ist dann einfach ein anderes. Das passt. Okay, historisch-kulturell ja, optisch einzigartig, sicherer Zugang. Kann man das jetzt hier sehen? Mit dem Handy kann man hier das so steuern. Aha, aber ich sehe hier nichts. Vielleicht sind die Bilder zu alt. Ja, das ist von 2016. Obwohl, sollte eigentlich da sein, logischerweise. Standort kann ich nicht wirklich ermitteln. Dann sagen wir hier 3 Sterne. Ich bezeichne das jetzt mal als Skulptur, weil es bemalt ist. Ich hätte einen ehemaligen Bunker auch angenommen.
sofern ich weiß, dass der ohne Probleme erreichbar ist. So, ich sehe hier ein Jesuskreuz, aber das ist total verdeckt. Darunter noch Schafskulpturen oder Lammskulpturen. Okay. Mal sehen. Mini-Irnenkreuz, Jesuskreuz. Ja, Umgebungsfoto ist wieder super genial gemacht. So, dass man nicht sieht, wo das eigentlich ist. Und dementsprechend müssen wir es wieder ablehnen. Nicht übereinstimmter Ort. Und tschüss. Schweden. Was soll das sein? Das hier unten... Das hier sieht aus wie eine Information, mit der man was anfangen kann. Hoffe ich. Und dementsprechend würde ich das jetzt annehmen. Auch keine Ahnung, was es genau ist. Okay. Echt schwierig. Also ich gehe einfach davon aus, es ist eine Information. Titel und Beschreibung wird schon richtig sein. Ich habe bisher noch nie gesehen, dass irgendjemand... was Böses reingeschrieben hat. Ach so. Und dahinter ist dann so ein Schiff, oder wie? Corona-Maßnahmen hier erkennbar. Naja. Aber so wie es aussieht, das ist doch schon die Tafel, oder nicht? Nee, das ist eine andere Tafel. Steht nur zufälligerweise Norgason obendrauf. Wie bei der anderen Tafel auch. Naja, ich würde sagen, das ist schon alles richtig. Könnte natürlich auch sein, dass diese... Und der Standort stimmt auch. Es könnte sein, dass diese Tafel darauf hinweist, wann man mit dem Schiff fahren kann. Mit der Fähre. Vielleicht ist es auch eine Fähre. Aber gut. Informationen. Absenden und ab zum nächsten. Eine Bearbeitung, okay. Was muss ich hier bearbeiten? Ich soll den Titel bearbeiten. Okay, der Unterschied ist ein S. Entweder mit S oder ohne S. Das ist hier die Frage. Ich habe leider keinerlei Informationen und ich habe keine Erkenntnis zu dem... Ich kann es nicht überspringen, also muss ich nichts auswählen. Okay, machen wir es so. Ich weiß nicht, was besser gewesen wäre, also deswegen habe ich das so gemacht. Kommen wir wahrscheinlich zu dem letzten, und zwar in Bad Lausick. Das sieht nach einem Volleyballfeld aus oder so. Sportplatz, okay, gleich der ganze Sportplatz, ich hätte es einzeln eingereicht. Hier treffen sich Vereine zum sommerlichen Sport und Grillen, verständlich. Umgebungsfoto ist gut, weil da kann man es immer noch alles sehen, aber... Ich denke, man kann es auf dem Satellitenbild sehen, also von daher ist es nicht so wichtig, ob man da jetzt noch weitere Informationen bekommt. Dieser POI ist in der öffentlich Treff- und Sportplatz für Vereine und kleine Feierlichkeiten. Okay. Es gibt keine anderen Wayspots hier in der Nähe. Ich gehe davon aus, dass alles andere stimmt. Also kann ich hier überall 5 Sterne geben. Und ja, dieses große Sandfeld ist, denke ich mal, auch das, was wir suchen. Auch hier 5 Sterne dann dafür, weil es wirklich dort ist. Und Sportplatz kann man hier angeben. Öffentlichkeit, Sport, Sportplatz, absenden. Und ich würde sagen, das war's leider. Auch wenn mich das jetzt hier gerade sehr interessiert hätte, wo das eine Stadtsilhouette. Schwerin, Rostock, Hamburg, Lübeck. Ah, okay. Naja, gut.
Gut, schauen wir mal. 2% mehr. Das jetzt schon. Schön. So sieht denn die aktuelle Statistik von mir aus. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es weitergeholfen. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr weitere Kanäle von mir und auch jede Menge Informationen zu diesen ganzen Themen. Und ja, wir sehen uns dann später zu einem Livestream und bis zum nächsten Mal.